Das war so, dass vor 2 Jahren ich Akne bekam und zuerst versuchte ich mir eigentlich selbst zu helfen, indem ich im Internet viel recherchierte und versuchte, eine Möglichkeit zu finden, es selbst zu behandeln durch Ernährung oder bestimmten Kosmetikprodukten. Nur leider konnte ich keine Besserung erkennen, weshalb ich dann immer mehr und mehr verzweifelte, weil die Haut sich immer mehr und mehr verschlimmerte. Und ich habe dann auf YouTube zum Beispiel viele Mädels gefunden, die dasselbe durchmachten wie ich. Und die sprachen alle von Peelings und verschiedenen Gesichtsbehandlungen, um der Akne entgegenzuwirken. Und deshalb habe ich mich dann im Internet auf die Suche nach Peelings oder einfach Aknebehandlungen in Wien gemacht. Und der nächste Schritt war dann eben, eine passende Ärztin, einen passenden Arzt zu finden, zu der ich gehen kann. Weil es war halt so, dass es sehr viele anbieten eigentlich in Wien. Und die Homepage vom Kuspari-Zentrum hat mich eigentlich gleich gefesselt, weil es war sehr informativ auch und ich fühlte mich auch ein bisschen verstanden, weil es wurde auf das Problem schon auf der Webseite eingegangen. Und deshalb entschied ich mich dann auch, zum Beratungsgespräch zu gehen. Mein Name ist Goldner Stilier, ich bin Dermatologin hier im Kuspari-Zentrum. Ich kümmere mich um Hauterkrankungen und Hautprobleme, aber auch um ästhetische Patienten und Patientinnen. Die Patientin, die Sie vorhin gerade gesehen haben, betreue ich seit circa einem Jahr. Sie kam ursprünglich mit einer sehr starken Akne, welche wir zunächst mit lokalen Therapeutikern anbehandelt haben und gleichzeitig auch kosmetische Behandlungen eingeleitet haben. Den Vorteil, den unser Zentrum bietet, ist, dass wir ein ärztliches Team und ein kosmetisches Team haben und hier die Zusammenarbeit gut funktioniert. Sie hat zuerst mal meine Haut angesehen und sie hat mir dann Kosmetikvorschläge gemacht. Also sie hat mir ein paar Kosmetikprodukte geraten, zu der ich greifen sollte, damit sich die Haut auch damit verbessert. Und dann erzählte sie mir von verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und sie ließ mich dann auch selbst entscheiden, welches ich machen möchte, weil manche sind halt etwas teurer, manche nicht. Und ich begann dann eigentlich mit dem Skincare Club. Und nachdem sich die Haut dadurch deutlich besserte, stiegen wir dann zum Peeling um. Ob man für ein medizinisches Peeling oder für eine Laserbehandlung in Frage kommt, entscheidet der Dermatologe im Erstgespräch. Und dadurch, dass mich die Leute wirklich anglotzten teilweise und immer wieder darauf ansprachen, isolierte ich mich komplett und wollte eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Also ich hatte auch nicht mehr ein Interesse dazu, irgendwie mich an Ausflügen zu beteiligen oder mit Freunden auszugehen oder Fotos mit ihnen zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass etwas mit meinem Gesicht nicht stimmt und dass ich jetzt nicht sozusagen hübsch bin oder hübsch genug bin, weil wenn man von hübschen Mädels umgeben ist, dann hat man immer das Hautbild von anderen im Fokus, wenn man selbst ein Problem damit hat. Und dadurch, dass sich jetzt die Haut deutlich verbessert hat, merke ich wieder, dass ich mehr ich selbst bin. Also ich gehe meinen Interessen wieder nach, ich bin wieder offener und kontaktfreudiger und mein ganzes Leben hat sich eigentlich dadurch wieder verändert. Also ich bin viel glücklicher jetzt und ich fühle mich auch viel wohler in meiner Haut und dafür bin ich dem Kuspari-Zentrum sehr dankbar.